Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Stream hier mit Minecraft Yeshio Survival. Heute möchte ich in unserer kleinen Welt hier einen Itemaufzug erneuern. Und zwar haben wir im Lager so einen buckligen Itemaufzug, der von ganz unten, also von einer sehr niedrigen Ebene, die ganzen Items praktisch auf Einfüllhöhe vom Lager bringt. Und dieser hat die Eigenart, doch sehr viele Ressourcen mit zu belegen, wenn er denn läuft. Das heißt, wenn er stackweise Sachen hochtransportiert. Das werde ich heute ändern, indem ich das Prinzip komplett ändere. Lasst euch überraschen. Wir gehen rein ins Spiel und legen an der Stelle los. Mit im Discord ist der Desi. Hallöchen. Guten Tag. Stelle. Ja. Guten Tag. Du spielst nicht Minecraft, wie ich sehe. Sehe dich zumindest nicht hier. Also es kann sein, dass du in einer privaten Welt rumschwirrst. Jupp, yep, tut er. In einer privaten Minecraft-Welt. Oha. Wahnsinn. Was brauchst du denn Schönes? So ziemlich das Gleiche. Das Gleiche. Du kannst mithelfen. Vom Prinzip her ist es dasselbe, aber in einem anderen Ausmaß und einem anderen Hintergedanken. Merkt ihr das? Selbst beim Spielen hat er immer noch Hintergedanken. okay. Das war jetzt gemein, ich weiß. Also, der Itemaufzug, um den es geht, das ist dieser hier. Das heißt, der hier hinter ist. Ich werde jetzt mal hier die Wand aufreißen, dann sieht man den ein bisschen besser. Gibt eigentlich auch noch einen anderen Zugang. Trotzdem nehme ich schon mal hier die Wand raus, weil diese Anzeige hier, die können wir nämlich auch nicht mehr benutzen. Reicht dir nicht mehr, den neuen Aufzug, der hier reinkommt, nicht mehr elektronisch abfragen kann in dem Sinne. Zack. Das heißt, weiß ich gar nicht, kann ich das? Nur überlegen, wenn ich einen Beobachter davor setze, immer wenn was vorbeischwimmt, dann würde aber nur kurz aufflackern. Ja gut, man müsste dann halt einen Verstärker hintersetzen, ne? Du könntest aber rein theoretisch unten abgreifen, wenn Zufluss besteht. Na gut, einen Lagerzufluss habe ich ja sowieso schon. Aber dann sehe ich ja nicht, wenn der Aufzug in Betrieb ist. Ach, das ist Quatsch. Ja, das war sowieso eigentlich nur eine Spielerei, weil ich eben mir überlegt habe, ey, der läuft dahinter lang, kannst du da noch irgendwas mit anderes mitmachen? Irgendeine andere Spielerei mitmachen. Nimm das hier erstmal ab, weil das ist eigentlich nur für die Anzeige gedacht hier. Jetzt gehe ich mal kurz hier rein. Ich meine halt unten, wenn du... Genau, ganz unten war ich jetzt, runtergefahren. Ne, wenn du ganz unten abgreifst, ob dann halt Material in den Aufzug hineingeführt wird, dann kannst du ja auch oben eine Lampe leuchten lassen. Genau, aber die leuchtet halt nur, wenn unten was eingeführt wird und nicht solange der Aufzug in Betrieb ist. Was ja bis jetzt der Fall war, also quasi in dem Bereich, wenn der Aufzug halt in Betrieb war, dann hast du, ja, ich sag jetzt mal so, Lampen von unten nach oben durchlaufen sehen, ne? Das kannst du natürlich in der Form nicht mehr machen. Nein, nein. Das ist unnötiger Ballast. Also hier unten ist der Zulauf. Wie man sieht, da sind Trichter. Diese Trichter, die, also alles, was hier letzten Endes zuläuft, kommt in diese Trichter rein. Hier unten ist die unterste Ebene. Das heißt, hier an der Stelle, wie ihr seht, ist die unterste Zuführebene. Und genau an dieser Stelle geht es dann halt alles oder wird das ganze Material gesammelt, dass sich das oben nicht staut. Landet dann hier in den Spendern und wird nach oben transportiert. So, das ist das ursprüngliche Prinzip, das ich jetzt mehr oder weniger einmal stilllege, indem ich nämlich diesen Trichter hier wegmache. So, somit sammelt sich jetzt alles erstmal hier in diesem Trichter und in dem, also sammelt sich jetzt erstmal hier ein Zulauf, wenn was kommt. Es kommt ja immer wieder was an hier, das ist ja der Punkt. So, und jetzt muss ich halt zusehen, dass ich dass ich das hier erstmal alles rausreiße. Das kommt jetzt erstmal alles weg. Aber das war ein Block zu weit.
Ja. Ja, Block zu weit. Darf hier später auch nicht passieren. So. Ich würde sagen, wir fangen damit oben an. Das ist wesentlich einfacher, sondern muss ich keine Hilfskonstruktion bauen oder so. Das hier muss auch weg. Das wird an einer anderen Stelle neu gebaut. Aber grundsätzlich eine so eine Schaltung wird natürlich gebraucht, um halt die Items einmal aus diesem Richtersystem herauszuführen. So, jetzt geht es erstmal nach hier oben. Ganz nach oben. Dann fange ich oben an, das Ganze erstmal abzubauen. Das ist das große Loch in der Wand. Und jetzt sind wir ganz oben im Lagerzulauf. Das heißt, hier, da läuft alles rein. Diese Trichter. Und jetzt muss ich gucken, durch den ganzen Käse hier raus. Rupfe. Lass mal diese Wand hier raus, damit ich hier so ein bisschen auch zwischenkomme. Ich werde mich hier insgesamt mit diesem, was ich jetzt hier baue, ganz vorsichtig bewegen, denn das Transportprinzip wird Wasser werden. Wasser und Redstone verträgt sich in der Form überhaupt nicht, dass es nämlich dafür sorgt, dass, wenn es über Redstone fließt, den Redstone wegmacht. Sollte das in diesem Lager passieren, habe ich ein kleines Problem. So persönlich sowie auch emotional, weil es eben doch sehr, sehr anstrengend und aufwendig war, das alles hier zu bauen. Ja, deswegen werden wir jetzt, bevor hier überhaupt irgendwas in Betrieb geht, wenn ich jetzt erstmal den Weg dafür bauen, also den Zulaufweg dafür bauen, den Transportweg fertig bauen und erst dann. Also erst im Anschluss daran wird hier irgendwas anderes passieren. So, das war der erste Trichter, wo alles reintransportiert wurde. Den werde ich auch mal abnehmen, weil an der Stelle werde ich nämlich jetzt den Weg hier oben schon mal zumachen. Dafür nehme ich mir mal spaßeshalber hier die Steine weg. Ich hoffe, das geht. Mit der Behutsamkeit. Moment, ich habe doch mit Behutsamkeit abgebaut. Das heißt, ich kann doch auch mit Behutsamkeit hier die abgebauten Sachen wieder einsetzen. So und so. Also hier neben ist die Treppe, die runtergeht ins Verlies, also in die Mine, wo wir halt Sachen abbauen können. Deswegen habe ich das jetzt hier wieder dicht gemacht. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt von oben nach unten durch und rupfen erstmal alles hier weg, was da ist. Ein schöner Itemaufzug hier. Was ich nicht so viel wegmache. Und das nicht in dem Bereich, wo das Lager noch neben ist. Da siehst du, da habe ich nämlich schon zu viel weggemacht. Und ein Loch mit in die Wand gekloppt. Das geht so schnell, weil die Spitzhacke, die ich hier verwende, die ist, ja, die hat halt entsprechende Werte drauf. Da, nämlich Effizienz 5 und die andere halt auch Effizienz 5 und dementsprechend, du brauchst also wirklich nur einmal auf den Knopf drücken und wusch wusch, bist dann direkt zwei Etagen tiefer. Das geht so schnell. So schnell kannst du ja eigentlich gar nicht gucken. Positive ist, wenn ich von unten nach oben abbaue, immer so stückchenweise, habe ich gleich auch den die ganzen Redstone-Sachen mit runter. Eigentlich ein Vorteil, ne? So, ist ganz schön groß. Kein Wunder, dass der dafür gesorgt hat, dass das hier lag. Das sind wie viele Ebenen? 15, 16 gewesen? Wenn die alle im Transportmodus sind, ist klar, ne? Hopp. Aha.
Das heißt, da unten ist gleich auch jede Menge Material, was ich noch aufsammeln muss. Jetzt sollte ich das, ich weiß nicht, wie schnell das despawnt, aber ich glaube, das braucht 5 Minuten, ne? Das heißt, ich werde hier mal so zwischendurch einmal kurz nach unten gehen und werde unten einmal Material einsammeln. Dass das, was jetzt daneben fällt, dass das hier nicht weg ist. Weil dafür hat das Sammeln einfach zu lange gedauert. Wir haben ja nicht hier kreativ die Sachen erschaffen, sondern wir haben sie eingesammelt. Das heißt, ordentlich abgebaut, ordentlich extrahiert, sage ich mal. Je nachdem, ob man es halt einschmelzen musste oder nicht. Die Sachen dann auch wirklich hergestellt. Ist halt eine Survival-Welt. Klar, ihr seht natürlich an den Command-Blöcken, die wir hier zum Teleport benutzen, sieht man natürlich, klar, kann in den Kreativmodus wechseln, logisch. Das ist so die Möglichkeit, die man als Admin halt hat, aber die wird hier zum Bau nicht benutzt. So. Was einsammeln da unten? Ich glaube, so viel ist das auch gar nicht mehr. Es sind noch 3 Ebenen jetzt. Sehr gut. Ich meine, ich gebe zu, ich benutze ganz gerne mal zwischendurch den Zuschauermodus. Um was zu überprüfen, ja. Bei dir jetzt. Ja, gerade wenn es halt um Redstone-Schaltungen geht, die man halt ein bisschen verschachtelt. Und man halt sonst nicht mehr drankommt. Ja gut. Das, bringt dir ja selbst der Kreativmodus nicht, weil du kommst ja nie, kannst ja nicht durch Wände laufen. Das obliegt dir. Ja, du hast Administrationsrechte und ich gehe einfach davon aus, dass du die nicht ausnutzt, um irgendwelche solche zu erschaffen. Der Zuschauermodus ist ja im Prinzip nur, dass du durch Wände gucken kannst. Mehr ist es ja eigentlich nicht. Ich hatte sonst ein Problem, was jetzt zum Beispiel meine Schafsfarm angeht, wo ich diese ganz vielen Redstone-Signale durch einen kleinen Schacht durch musste. Und da war ein Fehler drin. Und ich finde mal. Okay, ja, den zu finden, ne, das ist dann das Problem. So, die Trichter haben wir heile gelassen, die von oben nach unten laufen. Die sorgen letzten Endes dafür, dass wir hier tatsächlich nur einen einzigen Injektor brauchen nachher. Und der kommt auf die untere Ebene. Der kommt hier hin, kommt der. Und hier, genau hier in der Mitte, werde ich nämlich jetzt den Schacht bauen, der nach oben geht. Das heißt, genau auf dieser Ebene werden wir jetzt hier, das muss ich wegmachen, warum seht ihr gleich, der Ebene hier werden wir das Ganze einfahren, sage ich mal. Das muss noch weg, das muss weg, das und das. Denn ich werde diese Schaltung, also das, was wir jetzt hier bauen, das wird in das massivste Material eingebaut, was wir hier zur Verfügung haben. Nein, nicht Grundgestein, dafür müsste ich tatsächlich im Kreativmodus was erschaffen, sondern im, Obsidian nehmen wir dafür. Ich werde mal ganz kurz nach oben gehen. Mal kurz hier, da ist übrigens der normale Zulauf hier durch die Betonmischanlage. Wenn die noch nicht gesehen hat, ne, das unten, da kannst du dann eben den Betonpulver reinmachen. Dann machst du einmal Wasser an, machst es wieder aus und kann man das halt abernten hier, wenn man halt Beton braucht. Da hast ja hier einmal. Ach, ich will nicht auf zu vielen Baustellen tanzen jetzt hier, deswegen. Lassen wir das mal Beton sein und ich mache jetzt erstmal hier eine Wand rein. So. Erstmal kommt hier wieder eine geschlossene Wand rein. Na. So, der Zulauf funktioniert natürlich jetzt erstmal noch nicht, wie man sieht. Ja, das ist klar, hier die Sachen, die würden natürlich jetzt erstmal alle unten landen. Das heißt, alles, was ich jetzt hier reinkloppe, und das mache ich ganz bewusst, werfe dieses ganze Material jetzt hier rein
Dann haben wir nämlich nachher, sobald das Ding in Betrieb geht, auch was, was transportiert werden muss. Das landet jetzt unten alles in den Trichtern und wartet dann darauf, wieder hier transportiert werden zu können. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich baue hier gerade 300 nach, hier so ein Riesenloch. 300? Wieso? Ja, da schubt er doch hier den Diplomaten da per Tritt in dieses dicke Loch. Ja. Ungefähr so habe ich gerade das Gefühl, habe ich hier gerade auch gebaut. Ach so. ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22. 22 Plätze habe ich frei. Das heißt, ich nehme mir mal einfach 16. Nehmen wir mal einfach zwei Stacks einmal mit. Das hier kann ich oben noch gleich einmal rausschmeißen. Hier kann ich auch noch vielleicht ein bisschen Werkzeug rauskloppen. Das lege ich mir oben so lange in eine meiner Truhen rein. Dann habe ich nämlich die Möglichkeit, also hier unten gibt es halt keine Mobs, deswegen passt das, gleich so viel Wasser mitzunehmen, dass ich von unten nach oben wirklich diese Röhre auch voll auffüllen kann. Aber erstmal brauche ich ein paar andere Sachen. Und zwar benötige ich einen Slot Seelensand. Ein Slot, nicht Quatsch, einen einzigen. Einen einzigen Seelensand. Das Ärgerliche ist, ich müsste theoretisch diesen Seelensand erst später einsetzen. Damit ich halt nicht auf dem Wasser treibe. Die Möglichkeit habe, da vernünftig die Sachen einzubauen. Gute Frage, nächste. Wie mache ich denn den jetzt? Ich nehme erstmal den Seelensand mit. Und ich benötige Obsidian. Was nicht sonderlich viel ist, wie ich gerade feststelle. 1, 2, 3. Ja. Bisschen. Ein Stack lasse ich mal noch drin. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. So. Was heißt? Neben Wasser passiert nichts, ne? Bitte was? Magma neben Wasser passiert nichts. Nur wenn halt Wasser über Magma ist, dann kommt ja diese anderen komischen kleinen Luftbläschen. Daneben passiert nichts, nein. Daneben passiert, soweit ich informiert bin, überhaupt nichts. Das heißt, du müsstest eigentlich nebenher, müsste einfach nebenher fließen. Oder nebenher liegen. Aber das mal ausprobieren. Also Wasser neben Seelensand zum Beispiel, da fehlt ja auch nichts. So, ich muss da wieder rein, ne? Ins Lager. In den Gang. So, jetzt bin ich wieder im Itemaufzug sozusagen. Ich habe es tatsächlich mal geschafft, die Leiter richtig zu benutzen und nicht die Leiter runterzufallen. Wie schön ist das denn? So. Hier unten bauen wir jetzt erstmal so eine Art Schutz, damit der Seelensand nicht irgendwie wegsickern kann oder irgendwie da weggemacht wird. Da kommt der Seelensand rein. Da. Und auf dieser Höhe kommt jetzt quasi so ein, ich sag mal, so ein Schutzrahmen außen rum. Den werde ich gleich noch umdrehen müssen, wahrscheinlich. Und auf der Höhe brauche ich nämlich jetzt auch gleich den Injektor. Das heißt, ich werde genau, ich muss das ja nicht von ganz unten hoch blubbern lassen, richtig? Genau. Heißt, auf genau dieser Höhe werde ich jetzt hier ein bisschen was freiräumen. Hm. Ich die Leiter nicht mehr, ne? Also, folgendes. Ich brauche nachher hier ein Loch an einer Stelle, um halt mit dem
Injektor da reinzukommen. Das ist ein, es wird ein Spender werden. Dieser Spender liegt hier drin. Dann kommt hier noch ein Spender hin, der diesen Spender mit versorgt. Und hier unten ist dann quasi wie so eine Sickergrube. Das heißt, sollte irgendwo hier unten entweder einer der Trichter weggemacht werden oder das weggemacht werden, landet das Wasser genau hier und es landet in keiner Redstone-Schaltung. Das ist eben der Punkt, deswegen mache ich diesen Block auch noch weg. Und mache mir jetzt auf dieser Ebene hier, mache ich mir jetzt die Schaltung. Funktioniert aber nicht so ganz, wie ich gerade feststelle. Das heißt, ich werde wohl oder übel die Treppe, die ich hier habe, die künstliche Treppe, noch mitverwenden müssen. Das mal weg, das mal weg, das mal weg. So. Nein. Was tut ich hier? Was tute ich hier? So, jetzt tute ich was anderes. So, das heißt, so. Da mache ich ein Loch rein. Und hier wird dann die Schaltung aufgebaut, so wie sie war. Das heißt, ein Spender hier, ein Spender hier. Und hier ist dann halt die Schaltung, die das Ganze in Betrieb nimmt auf der Ebene. Und dieser Trichter, der muss dann letzten Endes hier seitlich eingeführt werden. Mache ich den einfach weg, dann kann man nämlich hier eventuell noch unten drunter durchlaufen. Warte, lass uns das mal wegmachen, das wegmachen. Das und das. Dann haben wir nämlich hier noch die Möglichkeit durchzulaufen. So. Super. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, dass wir hier auch eine Möglichkeit haben, noch uns zu bewegen. Das reiße ich aus der Decke raus. Das sieht unschön aus. Ich hätte gerne die Schaltung hier in einem vernünftigen aus Felsen, aus richtigem Stein befindlichen Raum. So. Grundschaltung. Hier muss ein Loch rein. Das heißt, wenn dann dieser und dieser hier weggekloppt werden, kann dieses Wasser nicht in diese Schaltung laufen, die sich hier befinden wird, sondern fällt genau in dieses Loch rein. Ja. Das kann ich allerdings erst wegmachen. Doof. Das kann ich allerdings erst wegmachen, wenn ich dann nachher diesen Bänder drauf gebaut habe. Gut, das heißt, ich brauche gleich noch Steine, die mache ich hier rein, dann kann man nämlich hier schön durchlaufen. Dieses Loch brauchen wir nicht in der Tiefe. Den besorge ich mir mal eben, den Stein. Hier kurz ein bisschen Löchle. So. Und dann fülle ich das Ganze mit Bruchstein wieder auf. Und schnappe mir Stein. So, jetzt. So viel zum Grundprinzip zur Sicherung, zur Absicherung des Ganzen. Das heißt aber auch, ich muss hier auch noch ein Loch machen. Oder? Ne, der Trichter. Der untere Trichter. Der geht seitlich in den Spender. Das heißt, der kriegt gar keinen Wasserkontakt. Das passt also. Gut, das heißt, auf der Ebene sind wir schon mal safe. Wenn das Wasser nachher drin ist, da kann eigentlich nichts mehr passieren. Das werde ich auch gleich testen. Das heißt, ich lasse das jetzt so offen, wie es ist, so. Und wenn ich dann nachher Wasser drin habe, muss hier Wasser rauslaufen, genau da rein, und es darf sich hier nicht verteilen. Deswegen baue ich jetzt erstmal hier eine Röhre fertig, sozusagen. Soll ich die Röhre 8, also soll ich die Röhre 3x3 machen, oder soll ich die Röhre lieber... Also 3x3 wäre sicherer. Könnte natürlich auch einfach, um Obsidian zu sparen, das Ganze so machen. Sag mal, hier baue ich zu. So. Und ansonsten baue ich nur an den Seiten was, weil das würde eigentlich reichen. Ja, machen wir auch. Weil Obsidian herzustellen ist einfach sehr aufwendig, sehr zeitaufwendig auch vor allem, weil man halt jedes Mal erstmal Lava hineinschütten muss in eine Grube. Ich habe da drüben der anderen Seite vom
von dem Berg, von diesem Lager hier, habe ich einen kleinen Raum, da habe ich ein 3x3 großes Feld, mit, wo ich immer Lava reinschütte, die ich mir aus dem Nether hole, und immer Wasser drüber gegossen, und damit das Ganze abgebaut. Das ist halt aufwendig. Also sehr viel Haltbarkeitsverbrauch bei der Spitzhacke. Ja, genau. Auch dieses halt, ne? Deswegen habe ich dafür dann auch immer die Spitzhacken genommen, die ich mir bei den Dorfbewohnern dann geholt habe. Oder halt ganz normale Spitzhacken, einfach gebastelt dafür, ohne irgendwelche Zusätze. Aber dann dauert es halt noch länger. Na, das ist halt der Punkt. So, und jetzt werde ich diese Röhre, die werde ich auf jeden Fall sichtbar markieren. Indem ich, was nehme ich denn da? Nehmen wir mal was, was in der Natur nicht vorkommt. Wo haben wir denn hier? Steinziegel nehme ich dafür. Ich könnte natürlich auch Netherziegel nehmen. Aber da komme ich nachher durcheinander, weil Obsidian auch dunkel ist. Also nehmen wir Steinziegel. Habe ich die denn? Steinziegel war doch auch im ersten Gang, meine ich, oder? Kies? Ja, Steinziegel. Auch vorbeigelaufen wieder. Nochmal 2 Stacks von mit. Und dann schauen wir weiter. Obwohl 2 Stacks werden nicht reichen. Ne? Nehme ich auch mal 4 Stacks von mit. So. Und dann basteln wir uns da mal einen zusammen. Runter, einmal hier durch. Cool ist halt, ich kann jetzt wirklich von unten nach oben das Ganze durchzimmern. Und anschließend springe ich von oben rein und fange dann an, von unten das Wasser reinzusetzen. So, dann brauche ich natürlich auch Wasser für. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Das ist sehr hoch. So viel Wasser kriege ich nicht mit. Deswegen mache ich bei 16 erstmal Schluss und da wird erstmal aufgefüllt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Meine Rüstung habe ich ganz bewusst anbehalten, weil ich hier halt zwischendurch runterspringe. Und das Ganze machen wir jetzt hier noch zu. 1, 2, 3, 4, 7, 8. So, erstmal die Röhre hier in der Mitte oder hinten ein bisschen sichern. Das heißt, wenn ich dann irgendwo einen Tunnel grabe oder jemand anders hier einen Tunnel gräbt und der stellt halt fest, oh, da ist Steinziegel und da ist Obsidian, dann kann er davon ausgehen, dass es eine künstliche Struktur ist. Aber ich sollte mich mal eben ein bisschen hochhalten. Da habe ich gleich ein klitzekleines Problem. Ja, bei Steinziegel, da kann es auch mal schnell passieren. Das ist trotzdem kaputt, aber Obsidian geht halt nicht so schnell kaputt. Genau, deswegen halt Steinziegel daneben und Obsidian halt so als eigentlichen Wasserlauf. Ich mach das mal ein bisschen anders. Ich glaube, ich wechsle gleich mal die Spielwelt und guck mir das an, wie du das machst. Weil ich bin jetzt gleich mit meinem grob fertig. Ich bin mal gespannt, wie deiner ausschaut. Ob wir das unbewusst ähnlich gemacht haben oder. Das werden wir dann sehen. Da kannst du das angucken. Das kannst doch hier reingehen. Das ist doch kein Problem. So. Erstmal mache ich jetzt hier weiter noch an der Ecke. Lasse diesen Gang vorne noch offen, dass ich da auf jeden Fall noch rauskomme. Das heißt, ich lasse ihn zur Leiter hin noch offen. Das heißt, ich werde. Nein, jetzt bin ich reingefallen. Das war jetzt. Oh. Das war jetzt sehr dumm. Jetzt muss ich mir ein Loch hier reinmachen, um wieder rauszukommen. 3 Stunden später, obwohl mit der Spitzhacke ging das tatsächlich recht zügig jetzt. Uiuiui.
Was anderes weggekloppt? Oh, Tatsache. Alter Schwede, das ging jetzt aber fix. Ich habe direkt dahinter noch einen Stein mit weggemacht. Das habe ich gerade festgestellt. Okay, ich lasse das noch offen, falls ich da nochmal reinfalle. An dieser Stelle, ich wollte eigentlich sagen, ich lasse an dieser Stelle die Röhre seitlich offen, dass ich, wenn ich dann Wasser drin habe, oben rauskomme. So der Gedanke. Also ich muss ja erstmal jetzt eine Struktur hier zusammenzimmern. Kann ich nämlich hier die Leiter benutzen und dann brauche ich nicht 5000 Mal meine Rüstung kaputt machen, indem ich irgendwo runterspringe. So, an dieser Stelle würde ich nämlich dann jetzt erstmal einen Ausgang lassen. Das heißt, ich mache an der Stelle weiter. Hier auch wieder raus kann erstmal. Da mache ich natürlich zu. Und da hinten auch. Das Blubbern klingt irgendwie ein bisschen cool. Ja, ne? Ja, so laut habe ich das hier nicht, dass ich das Blubbern groß höre. Aber das Blubbern klingt irgendwie so ein bisschen, hat so ein bisschen was von Whirlpool, finde ich. Hier vorne lasse ich halt, wie gesagt, offen. Hier hoch, ein Stück. Machen wir auch zu hier. So. Und dann machen wir die Röhre hier mal weiter zu. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ich glaube, auf der Höhe kann ich wieder ansetzen. So. Da kommt dann, also ich lasse dieses Loch, damit ich nochmal raus kann, neues Wasser holen. Weil ich gleich einmal da reinspringe in die Mitte und dann fange ich halt von unten an, dieses Wasser aufzubauen. Dass ich ja wirklich eine durchgehende Wassersäule habe. Denn da darf kein Flusseffekt drin sein. Sobald irgendwo ein Block kein Wasser hat, hört nämlich dieser Kapillareffekt, nenne ich ihn jetzt mal, hört nämlich dann auf. Das heißt, an der Stelle steigen dann die Blasen nicht weiter hoch. Das wäre natürlich schlecht für die Schaltung, weil dann kommen die Gegenstände nicht oben an. Das will man ja nicht. Richtig. Das noch nach oben, das noch nach oben. Das noch bis da und das noch. So. Bin ich zumindest schon mal auf Trichterhöhe. Einlaufen lassen würde ich das Ganze dann. Auf welcher Höhe? Jetzt muss ich mal eben schauen. Also ich habe ja hier so eine Art Verteiler. Da geht es runter, da geht es rum, da geht es auch noch mal rum. Das ist eigentlich... Ja, vollkommener, obwohl, nee, dieses Durcheinander habe ich ja ganz bewusst gebaut, eigentlich. Weil ich davon ausgegangen bin, dass hier mehr Material ankommt, als da reinpasst. Das heißt, wenn von vorne was reinläuft, das kommt ja dann von hier. Und wenn dann gleichzeitig noch was von unten kommt, von hier, dann habe ich hier so relativ schnell so eine Art Überlauf drin. Und das muss ich halt jetzt irgendwie anders machen. Das heißt, ich muss jetzt dafür sorgen, dass ich mir eine andere Art von Puffer schaffe hier. Ich bin ja so einmal im Kreis gegangen mit dem Ding. Das werde ich jetzt etwas anders machen, indem ich nämlich einmal die Trichter da oben wegmache. Was ist das hier? Ist gar nichts. Okay, ich dachte schon, da oben wäre auch noch irgendein Zulauf. So. Das bedeutet, hier baue ich mir jetzt eine Truhe drauf und da baue ich mir eine Truhe drauf. Und dann werde ich von hier und von hier, werde ich dann die Sachen quasi da einführen, sage ich mal. Auf die Weise haben wir zweimal Puffer. Das heißt, wenn das hier voll ist alles, dann läuft erstmal die Truhe voll. Wenn die Truhe voll ist, läuft die Truhe voll.
Dafür brauche ich natürlich was ganz Kompliziertes. Ich brauche eine Truhe. Ich. Was? So kompliziert? Ich. Das ist eben genau das Problem. Es muss erstmal alles soweit fertig sein, bevor man hier das erste Mal was reinschütten kann. Das ist eben der Punkt. So, das heißt, ich brauche jetzt erstmal Uhren. Ja. Das Coole ist, ich kann mir unten aus den Trichtern, die unten sind, kann ich mir die Sachen für die Redstone-Schaltung einfach rausnehmen. Die Sachen, die brauche ich gar nicht mit runternehmen. Weil die habe ich ja alle oben in die untere Truhe geschüttet und dementsprechend sind die ja gar nicht im Lager gelandet. Noch nicht. So, das sieht doch eigentlich sehr, sehr materialsparend noch aus. Ich habe tatsächlich weniger verbraucht, wie ich dachte. Gut. Bisschen was werde ich noch brauchen. Aber ich benötige jetzt, was habe ich gesagt, Truhen brauche ich, genau. Und da muss ich halt den Zulaufweg oben noch bauen. Dafür. Truhe. Die Truhen habe ich, glaube ich, einen Gang weitergepackt, wenn mich nicht alles täuscht. Meine, die hätte ich einen Gang weiter hingepackt. Oh. Sagen wir mal einen 4-Gang breiten Lagerweg habe. Und links und rechts dann Kisten. Wie breit müsste dieser komplette Raum sein, um das Lagersystem mit reinzukriegen? Eine Truhe oder mehrere Truhen? Da ist eben der Knackpunkt, weil du hast bei dem normalen Lager hast du 1, 2, 3. Das heißt 3 für die Schaltung. Davor kommt dann ein Trichter und die Fackel. Davor würde dann halt die Truhe kommen. So, wenn du die jetzt dicht aneinander machst, dann hast du 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du hättest theoretisch schon mal 6, die du mindestens für die Schaltung brauchst. Wenn du die Truhen, wenn du eine einfache Truhe nimmst oder ja, genau. Ansonsten 7, wenn du eine Doppeltruhe längs setzt. Und wenn du natürlich noch von oben nach unten, ich sag jetzt mal, Purzelbäume schlagen möchtest, von Truhe zu Truhe, dann musst du halt noch einen mehr rechnen. Ja? Dann hast du aber noch keine Verkleidung davor. Wenn du dann in der untersten Reihe raus willst mit der Truhe und willst dann noch eine Verkleidung vorbauen, dann brauchst du noch einen mehr. Am besten baust du die Schaltung von vorne nach hinten einmal auf, dann siehst du genau, wie weit du nach hinten kommst. Das heißt, du fängst vorne an. Und baust die, also mit der Truhe, mit dem Ausgang, fängst du an und baust dir dann die Schaltung von da aus einmal auf. Kannst natürlich auch hier umgehen. Oder du guckst dir einmal bei der Firma YouTube in, guckst einmal kurz in mein Tutorial rein, kannst es abzählen, genau, weil das ist die einfache Schaltung. Ohne Wurzelbäume und Zusatztruhen. Werde ich auch gleich wahrscheinlich mal machen, weil ich jetzt gerade echt uns am Rätseln bin. Ich wollte doch gerade Truhen holen. Jetzt habe ich hier, jetzt bin ich hier am Zählen gewesen, habe die Truhen liegen lassen. Das war natürlich jetzt wieder sehr intelligent. Redstone-Truhe brauchen wir nicht. Wir brauchen normale Truhe, brauchen wir. So, also normale Truhe und zwar 1, 2, 3, 4 Stück. Dann haben wir zumindest schon mal 2 Großraumtruhen als Puffer. Das sollte reichen. Der Rest, der würde dann halt... also theoretisch... Das muss ja schon wirklich sehr viel kommen, dass das schief geht. Der Rest, der würde quasi erstmal oben auf dem Wasser liegen bleiben und würde dann halt irgendwann da hinkommen.
Klar, also es besteht eigentlich immer die Möglichkeit, das Material despawnt. Bei jedweder Schaltung, selbst bei diesem, die nach oben, also immer wenn man jetzt von mechanisch auf physikalisch geht, dann hat man automatisch halt immer die Möglichkeit, dass auch was verloren geht. Aber das versucht man halt mit einem Puffer zu vermeiden und ich glaube nicht, dass wir hier über alle Truhen hinweg, 1, 2, 3, 4, ja, dass wir da so viel reinkloppen werden. Hoffe ich zumindest. Ansonsten werden wir dort wahrscheinlich Material haben, das despawnt. Also nicht untertreiben, ach nee, nicht übertreiben war es, ne? Wow, ich will nicht runterfallen, nein! War noch gerettet. Warum ist das Wetter eigentlich immer Schiete? Wetter? Kommst du ja, jetzt auf Wetter? Ja, weil es hier gerade permanent am Regnen ist, so bei Minecraft in-game. Ja gut, hier kann es nicht mehr regnen, das weißt du. Das war jetzt irgendwie verkehrt. Ist die jetzt da reingefallen? Nö, ne? Ach, das. Ich habe jetzt 4 Truhen geholt und habe jetzt genau diese 4 Truhen sind mir jetzt, davon ist mir jetzt genau eine wieder in den Trichter gefallen. Also sind sogar alle in den Trichter gefallen. Och Mann. Doch nicht wahr jetzt, oder? Ich nehme den ganzen Stack mit hier. Ja, Shio, du hast dir da was in den Trichter gelegt. Ach was, echt? Verflixt, wie kann das passieren? Ja, das war nicht sehr intelligent. Ich hole mal jetzt den ganzen Stack von diesen Truhen und dann machen wir das nochmal schön und dann passt das schon. Falscher Gang. Und ein Stack Truhe. So, fertig. So, dann werde ich nämlich jetzt auch mal genau denselben Weg wieder hochnehmen. Nämlich hier durchs Lager. Da durchs Lager. Durch unseren Vorsortierer. Das links ist der Vorsortierer. Der auch gleich Kohle und alles Mögliche aussortiert vorher und die Brennöfen schickt und so weiter. Gut. Und hier setzen wir uns jetzt erstmal Truhen auf. Einmal eine Doppeltruhe. Das Ganze machen wir hier auch nochmal. Eine Doppeltruhe da. Bin am Überlegen, ob ich hier auch noch eine Doppeltruhe hinbauen kann. Ja, kann ich. Das sollte gehen. Ja, genau. Das heißt, ich baue hier auch noch mal eine Doppeltruhe dran. Richter. Ach, da dran. 1, 2. So. Oh, nein! Aua! Schon wieder reingefallen, ey. So, was konnte der Yeshio noch gleich am besten? Blödsinn. Abstürzen. Ich schaffe es immer wieder abzustürzen, ehrlich. Egal wo ich bin, selbst hier im Lager. Tollpatsch, echt. Sehr tollpatsch. Ich dachte abstürzen. Ich dachte, abstürzen kannst du besonders gut. Natürlich. Ich hab gerade gesagt. So. Also. Da kommt jetzt noch eine Truhe drauf. So. Eigentlich. Und eigentlich natürlich auch. Könnte ich da oben die Decke zumachen. Die brauchen wir eigentlich. In der Stall hier. 1, 2, 3. So.
Das mache ich mal zu. Da sehe ich jetzt erstmal zu, dass ich da nicht reinplumpse, hoffe ich. Ich bin auch wieder voll, das heißt, eigentlich kann nichts passieren. Also mein Leben ist voll, wollte ich damit sagen. So, und hier oben kann ich dann halt mit den Trichtern ein entsprechendes Anschlusssystem bauen. Das heißt, ich muss einmal in die Truhe rein, einmal in die Truhe rein. So. Genau. Und einmal in die Truhe rein. Die kann mal ab. Den brauchen wir nicht. Ich bin jetzt gerade am Würfeln. Also wenn ich in die Truhe, in die und in die reingehe, dann muss ich natürlich auch noch irgendwie diese Trichter versorgen. Das heißt, irgendwie muss ich noch in diese Trichter rein. Dafür muss ich dann muss von oben in die Trichter rein, oder? Ich muss da jetzt quasi einen Zulauf oben drüber machen. Und wenn der eine Trichter voll ist, dann fällt es durch den anderen Trichter raus. Und wenn der Trichter auch voll ist, fällt es durch den nächsten Trichter raus, richtig? Genau, also ich muss noch einen Trichterwichter oben drüber bauen. Okay. Gut, das kriegen wir hin. Das kriegen wir genau hin. Das heißt, ich laufe dann oben mit einem Trichterweg hier drüber, lande dann genau hier an diesem Stein und genau da wird das dann auch eingefüllt von oben. Perfekt. Wo sitzt denn der Sinn jetzt von Schmelzofen, Räucherofen und Ofen? Also, erstmal brauche ich neue Trichter. So, die werde ich mir jetzt schon mal eben besorgen, damit ich hier oben den Trichterweg fertigstellen kann. Ansonsten, um zu deiner Frage zu kommen. Der Schmelzofen schmilzt nur Erze. Der Räucherofen nur Lebensmittel. Und der normale Ofen alles. Der Räucherofen und der Schmelzofen sind aber doppelt so schnell dabei. Ah, das wollte ich wissen. Weil ja? Die verbrauchen natürlich auch pro Material, das sie brennen, die gleiche Menge wie der andere Ofen. Also du sparst kein Brennmaterial. Es verbrennt dann nur schneller. Ne? Aber zumindest ist es zeitlich schneller fertig. So, also er verbraucht nicht mehr oder weniger Brennmaterial wie der andere Ofen, nur er verbraucht es halt in doppelter Geschwindigkeit, weil er halt auch in doppelter Geschwindigkeit produziert. Ganz einfach. Ne? Deswegen habe ich hier unten zum Beispiel auch jetzt für den automatischen Ofen für Gold und Eisen, habe ich jetzt auch einen Schmelzofen eingebaut, damit eben alles ein wenig schneller gebrutzelt wird hier. Denn was anderes kommt da sowieso nicht rein in diesen. Was wollte ich? Ich wollte Trichter holen. Wer gedacht? Ich erkläre mal kurz. So. Und habe dann natürlich wieder vergessen, was ich ursprünglich wollte, nämlich Trichter holen. So. Wie viele Trichter haben wir? Haben wir irgendwo mal was ausgebaut? So viel habe ich nicht gebaut. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, also zumindest nicht nachgebaut. Also ich habe 2 Trichterwege bei mir platt gemacht, aber das war nicht viel. 2 Trichterwege, ja immerhin. Kann ja sein, dass das hier rein drin ist. Also ich meine so knapp 2 Reihen hatten wir voll.
Also noch 1, 2, 3, also ich würde sagen so 3,5 Stacks ungefähr sind dabei gekommen seit dem letzten Mal, wo ich da war, dran war. Kommt das ungefähr hin mit deinen Trichterwegen? Ja, ne? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel das war. Ich habe das, was ich halt platt gemacht habe, dann einfach in den Teich geworfen bei mir vor der Tür. Ja, genau. Das landet ja dann hier im Lager. Du könntest dir allerdings auch mal einfach eine Wareneingangstruhe bauen, dann brauchst du nicht alles in den Teich werfen. Naja, alles rein in den Teich, Umweltschutz und so, das ist egal. Das müssen wir, glaube ich, erklären. Also, pass auf. Der Desi hatte eine automatische Tintenfischfarm gebaut. Also eine automatische Farm, um halt diese Tintenbeutel ranzukommen. Die funktioniert inzwischen nicht mehr. Seit 1.14 funktioniert die nicht mehr. Das heißt, da spawnen keine Fische mehr. Wir wissen noch nicht warum, aber es ist einfach so. Es spawnen keine Fische mehr. Trotz alledem funktioniert natürlich das Zulaufprinzip. Das heißt, er wirft das in den Teich. Es landet unten dann in der Regel halt in den Trichtern. Das Problem ist jetzt auch nicht mehr. Da würde ich jetzt mit vorsichtig sein, was in den Teich zu werfen. Also keine Umweltverschmutzung mehr? Echt vorsichtig, weil die Gegenstände schwimmen ja auch seitdem nach oben. Schwimmt ja nicht alles nach unten. Ja, aber es sagt erst einmal nach unten. Unbedingt. Nicht unbedingt, das ist ja der Punkt. So, jetzt muss ich auf jeden Fall einmal erst nach oben hier. Das heißt, ich schnappe mir jetzt mal irgendwas, was wir brauchen. Das brauchen wir nicht. Und baue mich mal eben hoch. So, und dann muss ich erstmal hier die Decke einmal rausreißen. Aber vorsichtig, oberhalb von der Decke befindet sich nämlich, man sieht die Ziegel schon, da oben drüber, über den Ziegeln, ist nämlich der Boden. Heißt, wenn ich jetzt noch ein Loch mache, dann stehe ich, dann habe ich ein Loch im Fußboden von unserem Lager, von unserem eigentlichen, wir nennen es mal Labor, Werkstatt, wie auch immer. So, das heißt, ich baue jetzt einen Trichterweg in der Form, dass ich einmal hier nach unten baue, dass ich einmal hier drüber baue, dass ich einmal das muss ich irgendwie da ranbauen. Wie mache ich den denn jetzt? Komme ich denn jetzt auf die Seite? Moment. Wo? Wo? Mal auf die Seite. Da hin dran. Also, und dann da hin dran. Zurück. Also es funktioniert wie folgt, ne? Das geht halt in eine Truhe, man sieht da hinten, ne? Das geht in diese Truhe, das geht in diese Truhe und von den Truhen geht es dann eben runter in den Trichterweg in den Wareneingang. Das heißt, wir haben jetzt drei Truhen Puffer plus die Trichter. Erstmal läuft alles hier drüber weg, hier rein. Sollte das hier voll sein, fällt es hier raus. Sollte das voll sein, fällt es hier raus. Ganz simpel und einfach. Das heißt, immer wenn hier weiter verstopft ist, fällt es automatisch eins tiefer raus. Easy, oder? Bin ich mir überlegen, ich könnte hier vielleicht auch noch einen machen. Ich nehme mal eben den hier noch raus. Zack. Und den auch. Und baue das Ganze kürzer. Das heißt, ich baue den hier dran. Und den von da oben rein. So. Das ist besser. Dann haben wir direkt drei im Eck hintereinander und können hier praktisch dann zubauen. An der Stelle baue ich mal eben 1, 2 Steine rein. So. Ja, den haben wir schon mal so weit hier oben. Muss ich natürlich hier oben wieder raus. Das heißt, ich muss das hier oben jetzt erstmal so bauen, dass wir hier einen Zulauf bekommen, richtig? Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber wenn dein Lagerplatz, sage ich mal, voll ist, läuft das ja im Endeffekt einfach nur drüber hinweg, oder? Nein. Wenn der entsprechende Lagerplatz voll ist, dann läuft der Sperrtrichter voll und
die Programmierung bei diesem Sperrtrichter ist kaputt. Und erst wenn das dann mit irgendwelchen diversen Materialien aufgefüllt ist, dann läuft es oben drüber weg. Das ist der Nachteil. Es darf nicht überfüllen, das Lager. Deswegen habe ich so viel Puffer nach oben. Und deswegen habe ich bei den automatischen Einrichtungen, die so viel produzieren, hinten eine automatische Abschaltung für die Farm, also einen automatischen Schaltweg gebaut, damit eben die Bambusfarm ausgeht und die, Kürbisfarm nicht, nein, aber die andere, wie heißt sie hinten? Zuckerrohrfarm. Die beiden Farmen, die schalten nämlich ab. So, wenn das Lager voll ist. Das heißt, die letzte Truhe frage ich ab und wenn die letzte Truhe quasi angebrochen wird, dann schalten die ab. Ich dachte eigentlich, dass das dann automatisch bzw. einfach nur weiter drüber läuft. Nein, tut es leider nicht. Wir haben aber ein klitzekleines Problem hier gerade. Das funktioniert nämlich nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Das geht so nicht. Das ist bedauerlich, aber wir haben hier oben keinen Platz mehr, glaube ich. Dass wenn ich jetzt hier oben ein Löske mache, da und da und da, haben wir, glaube ich, ja, ne, hier drüber siehst du nämlich, da ist nämlich was drüber. Da ist, glaube ich, weiß nicht, was da drüber ist, aber irgendwas ist da oben. Was ist das? Könnte ein Spender sein? Was ist denn hier oben drüber? Mal einmal hier den Boden rausklöppeln, einmal gucken. Ist das runtergefallen? Mal, lass uns den mal hier wieder aufmachen. So, so, so. Das ist das Eigentliche, richtig? Richtig. Dann bauen wir uns mal eben nach oben und gucken mal. Ich weiß gar nicht, was da oben ist. Was sind die Öfen, sind das? Wow. So, da geht es hoch. Das heißt, da wäre der Zulauftrichter auf der Höhe. Würde gehen, ja. Das würde ganz genau gehen, aber ganz genau. Machen wir das. Das heißt, hier haben wir 2, 3, 4. Das heißt, hier hört das Wasser auf. Theoretisch. Das heißt, das Wasser fließt. Das Wasser kommt hier hin. Wasser fließt von hier. Hier hin. Und spült alles in den oberen Trichter. Dann haben wir hier aber keine Absicherung mehr. Zur Seite hin. Das heißt, wenn wir diese Steine wegmachen, läuft da alles ins Lager rein. Und genau das darf nicht passieren. Also ist das ein zu hoch. Ja, funktioniert so nicht in der Form. Zumindest nicht, wenn ich das Ganze absichern möchte. Es sei denn, ich baue hier oben am Rand einen Obsidianboden. Dann wäre es gesichert. Wenn ich einen hinbaue, da müsste ein Obsidian hin. Da müsste auf jeden Fall auch einer hin. Da wird man dann Obsidian sehen, das ist nicht weiter schlimm. Und hier müsste noch einer neben. Das heißt, genau hier an der Stelle, wo ich jetzt bin. Vor den Ofen. Dann mache ich doch einfach hier vor die Öfen eine Reihe Obsidian hin. Würde ich sagen. Da einen hin. Da einen hin. Und hier, wo ich bin, einen hin. Dann sieht das oben auch noch vernünftig aus. Hoffe ich. Nicht mehr hier raus. Warum komme ich nicht mehr hier raus? Hast du dich eingebaut? Ja, ich habe ein Problem. Wenn ich jetzt hier runterspringe, dann tut es sehr, sehr weh. Weil ich dann nämlich bis nach unten falle. Das möchte ich natürlich jetzt noch vermeiden. Also, das ist die eigentliche Höhe. Das heißt, die Gegenstände spritzen quasi unter den Ofen und von unterm Ofen geht es dann in den Trichter hinein. Das ist aber okay, da habe ich kein Problem mit.
Okay, gut. Das heißt, da kann es dann ruhig runterlaufen. Dann muss ich da unten gleich noch schauen, dass ich eine Sicherung einbaue. So, erstmal so. Das heißt, hier oben haben wir vor den Öfen einmal Obsidian. Da kann ich durchaus mit leben. Sieht vernünftig aus. Genau vor den Öfen hat das auch irgendwo Sinn. Ne? Brennöfen, unten, schwarz, Boden, alles gut. Dein Lager sortiert doch auch aus, was Erze sind, ne? Genau. Und schmeißt das automatisch in den Ofen. Also es wird vorher aussortiert. Oh, wen habe ich denn da? Moment. Ich habe gerade, glaube ich, jemanden übersehen. Ich weiß nicht, wann er geschrieben hat. Und zwar der, wie spricht man das? Esuir? Sage ich jetzt mal. Esuir, kann das sein? Ja. Hier erstmal auch einen schönen guten Abend. Esuir. Ah, okay. Dankeschön. Esuir schreibt man das. Dann sage ich dazu. Dir auch einen schönen guten Abend. Zockst du auch Minecraft? Also nicht jetzt gerade, aber zumindest generell. Wahrscheinlich, ne? Oder... Ich hatte letztlich tatsächlich mal jemanden, der hatte sich das gesagt, ja, ich spiele mit dem Gedanken, mir Minecraft zuzulegen. Das war auch sehr interessant. Und nachdem er dann die hier was gesehen hat, was man so alles machen kann, ja, traurig. Echt jetzt? Das ist krass. Okay. Das ist ein Zufall. Was ein Zufall. Also, wir bauen hier gerade, wie es ja auch schon der Überschrift steht, ein für das automatische Lagersystem, was wir hier haben. Das heißt, Materialien, die hier einsortiert werden, die werden einfach in so eine Lagertruhe hier reingeschmissen und dann automatisch auf die entsprechenden Slots hier verteilt. Das heißt, hier landet automatisch Stein, Bruchstein, da landet Stein und so weiter. Und das für jedes einzelne Material, was es gibt. Deswegen ist das hier so groß. ja, und jetzt brauche ich natürlich, weil dieses Material erst nach unten fällt, also zumindest zum Teil erst nach unten fällt, brauche ich natürlich jetzt hier noch Lagertruhen. Ein Aufzug, der mir das Ganze nach oben befördert. Jetzt, das hier wird der Aufzugsschacht sozusagen und in dem Aufzugsschacht nutze ich gleich das Prinzip von Wasser, um die Sachen nach oben zu transportieren. Angucken kostet nichts, ne? Das ist eben der Punkt, ne? Da kann man sich erstmal schauen, will ich das nicht? Die Frage ist, wofür willst du es dir halt holen? Willst du es dir eher für die, spielst du PlayStation, spielst du PC? Das ist eher mal so vordringlich noch eine Frage, weil ein paar Sachen, die du hier am PC kannst, beispielsweise kriegst du an der PlayStation halt nicht. Ich habe hier in der linken Hand einen Bogen. Da sieht man das. Links so ein Pfeil. So, das heißt, wenn ich jetzt ein Schwert in der rechten Hand halte, dann schlage ich damit. Und wenn ich jetzt die andere Maustaste nehme, dann schieße ich mit dem Bogen. Und die linke Hand, die fehlt dir zum Beispiel bei der PlayStation. Ja, dann hättest du es genauso wie hier, zumindest wenn du ohne irgendwelche Mods spielst. Also ganz so, wie das Minecraft nackig halt geliefert wird, ist es hier. Also ich spiele gänzlich ohne irgendwelche Modifikationen. das liegt daran, weil ich eben die Minecraft-Welten, die ich baue, auch immer weiter spielen möchte. Das heißt, auch wenn jetzt wieder ein Patch gekommen ist und ich habe halt keine Lust mehr da irgendwie dann drauf zu warten, dass der Mod-Maker, also derjenige, der das Mod halt programmiert hat, dann weitermacht damit. So. So, jetzt muss ich mal eben schauen, dass ich hier entsprechend eine Sicherheit einbaue. Das heißt, hier ist ja der Wasserschacht. Ne? So, hier, wo ich jetzt drauf stehe, da kommt auch noch Obsidian hin.
Das ist so das. Was? Ja, ich nach vollziehen. Ach so, kann ich nachvollziehen? Ja, sorry. Ich hatte da ein Wort überlesen. Kann ich nachvollziehen? Ja, logisch. Hatte ich jetzt gerade einen Denkfehler. Gut. So, wie gesagt, da oben kommt das Wasser an. Das heißt, hier über mir, da wo jetzt das Zielkreuz hinkommt, genau an der Stelle ist quasi so die letzte Kante, sage ich mal. Und jetzt muss ich hier einen kleinen Auffangbehälter bauen. Das heißt, wenn einer der Trichter oben rausgekloppt wird, weil man ihn irgendwie versehentlich wegmacht oder so, das kann ja passieren, dann benötige ich hier so eine Art Auffangbehälter. So, das heißt, ich mache den Stein da auch noch weg und den Stein da auch noch weg. Habe ich das da oben mit Obsidian zugebaut? Moment. Ich muss noch mal ganz kurz runter. Runter. So, das heißt, wenn das jetzt rausfällt. Oh Gott. Jetzt habe ich selbst gerade einen Denkfehler hier. Moment. Das heißt, ich baue jetzt am besten das hier auch noch mit Obsidian zu. So. Da müssen im Prinzip ganz viele Trichter da oben rausgekloppt werden, damit das Wasser rausläuft. So. Ich mach das jetzt da oben zu. Vordringlich, da oben kommt das Wasser an. Da, wo jetzt das Zielkreuz ist, kommen die Gegenstände an. Die Gegenstände werden dann quasi hier hingespült und landen dann hier im Trichter. Nee. Doch, natürlich. Dann habe ich aber einen weiteren Fehler gebaut. Das heißt, der da muss weg. Oh! Das Problem ist, Obsidian ist sehr hart. Ich habe jetzt etwas zu lange drauf gedrückt. Etwas zu lange. Hab mir damit jetzt erstmal oben wahrscheinlich ein Loch in den Fußboden gehauen, oder? Ja, habe ich. Das heißt, das muss ich dann nachher wieder einsetzen. Ich weiß nachher, das kann ich jetzt wieder einsetzen. So. Fußboden wieder zu. Einmal bücken, einmal ein Stück zurück. So, wenn du die Shift-Taste festhältst und dich auf so einer Kante bewegst, dann kannst du über die Kante nicht drüber weglaufen. Also wenn ich jetzt zurückgehe und so laufe ich genau bis zur Kante und nicht weiter. Wenn ich Shift loslasse, schleiche ich nicht mehr, dann könnte ich da runterfallen. Deswegen war so zum Grundprinzip. Bewegung bei Minecraft. So. Das heißt, den Trichter muss ich jetzt an diesen Trichter seitlich dran bauen. Der zeigt jetzt in diese Richtung. Dieser Trichter zeigt in die Richtung, der läuft über diese anderen Trichter drüber weg. Das heißt, die füllen sich nach und nach, wenn das System überfüllt. Wenn es nicht überfüllt, kriegt es einfach ins Lager rein. Mhm. So, jetzt brauche ich hier einen Trichter, der dort geht. Genau. Bin ich hier mehr oder weniger drunter gefangen. Uff. Das war jetzt shocking. Shocking. Ja, Esur, danke fürs Follow und ja, willkommen hier nochmal. So, jetzt brauche ich natürlich. Genau, das ist der Einlauftrichter. Hier läuft das Material rein. Da läuft das Material rein. Da, ja gut, das muss ich so lassen. Das geht nicht anders. Ich muss das so lassen, weil das anders nicht funktioniert. Das heißt, wir könnten unter Umständen oben eine Pfütze machen. Wenn wir jetzt, also lieber Desi, wenn wir jetzt oben versehentlich was rauskloppen, oberhalb der Lagerebene, dann könnten wir uns theoretisch da oben eine Pfütze machen. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Ganz offiziell mal Minecraft-Leger. Ich und Lehrer. Oh mein Gott. Ja, gut.
Bin dabei. So, das heißt, wir lassen nachher das Material hier hochschießen. Das Material fliegt hier drüber und fliegt dann da rein. Diese Wand, auf der ich jetzt gerade stehe, die muss ich genau bis Ebene, bis zu dieser Ebene hochbauen. Und dann muss ich das Ganze mit Wasser füllen. Das bedeutet, ich muss oben den Ofen rauskloppen. Ich da rankomme. Aber das ist ja kein Problem. Das heißt, ich mache jetzt erstmal. Erstmal muss ich das hier wegmachen. Gar nicht mal so kompliziert. Ist. Dann baue ich hier. Moment. Das baue ich auch zu. Hier baue ich erstmal wieder Steinziegel hin. Die muss da nicht hin, die baue ich da nur hin, damit wir hier so eine Art Markierung haben für den Wasserkanal, dass man den nicht versehentlich aufmacht. Wir haben, um das zu erklären, wir haben ein bisschen Panik, dass man versehentlich diesen Wasserkanal beschädigen könnte und das Wasser in das Lager läuft. Hat den Hintergrund, wenn Wasser auf Redstone trifft, also auf diese Elektroleitungen hier, dann spült das die weg. Und dann funktioniert die ganze Schaltung nicht mehr. Das heißt, wenn ich jetzt hier Redstones wegmachen würde, dann würden zum Beispiel hier so Trichter, die wir programmiert haben, damit eben nur bestimmte Sachen da reinfallen, die würden dann quasi leer laufen. Die Fackel da unten, da ist eine Redstone-Fackel, dann ausgeht. So, das baue ich auch zu, wie sich das gehört. Hier machen wir nachher noch wieder die Wand rein, natürlich. Könnte natürlich jetzt auch, weil wir ja noch genug Obsidian über haben, einfach sagen, ich mache hier eine fette Obsidian-Wand rein. So, zack, fertig. Fette Obsidian-Wand ist drin. Und jetzt hole ich mir, genau, jetzt werde ich erstmal alles Mögliche hier rausschmeißen, was ich habe, bis auf ein Stack Obsidian. Und hole mir, also und die Eimer natürlich. Und hole mir dann Wasser. Jetzt muss ich nämlich erstmal diesen kompletten Kanal, also den senkrechten Kanal, mit Wasser auffüllen. Das bedeutet, ich muss auf jeder Etage einmal Wasser setzen. Ansonsten habe ich, du kennst das, wenn du jetzt oben irgendwo Wasser hinmachst, hast du so einen Wasserfall. Das fällt dann einfach runter und das ist aber dann keine durchgezogene, es ist nicht mit Wasser aufgefüllt in dem Fall. Deswegen benötige ich jetzt halt erstmal, weiß gar nicht, wie hoch das jetzt ist, locker, ich glaube, 30 mal Wasser, damit ich diesen Kanal von unten bis oben komplett auffüllen kann. So werden wir es tun. Wenn ich den Ofen von hinten besteuere, befülle ich die Feuerstelle, ne? Wenn du den Ofen irgendwo von der Seite ansteuerst, befüllst du das Brennmaterial. Wenn du einen Ofen von oben befüllst, dann mit dem Material, was gebrannt werden soll. So war ich doch richtig. Also war ich dann doch richtig innerlich gedacht. Na genau, eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Deswegen sind die automatischen Öfen bei mir so tief in der Wand, damit man halt den Trichterweg von oben nicht sieht. So, das muss raus. Das kommt nämlich, das wird nämlich jetzt alles dann von hier automatisch im Lager eingefüllt, weil ich das nicht mehr brauche. Jetzt hole ich mir Wasser. Wasser. Wo habe ich Wasser? Da, irgendwo hatte ich hier, da. Wasser ist so eine sehr interessante Sache hier. Wenn du dreimal Wasser nebeneinander hast, 1, 2, 3, du nimmst in der Mitte Wasser raus, hast du den Vorteil, dass sich das Wasser wieder auffüllt. Das heißt, Wasser ist unendlich. Dann ab 3, wenn du in der Mitte schön rausnimmst, dass du rechts und links nachlaufen kannst, ist Wasser unendlich. Du kannst es immer wieder abschöpfen. Gemacht haben erstmal. 1, 2, 3. Ja, gucken, wie viel ich noch habe. 4 Plätze. 1, 2, 3, 4. So. Jetzt habe ich erstmal eine Menge Wasser hier drin. Ich mache mal eben Folgendes. Ich schmeiß mal eben mein Werkzeug raus.
damit ich hier die ganze Reihe Wasser benutzen kann. Das heißt, ich brauche keine Axt, ich brauche keine Schaufel der Zeit, ich behalte eine Spitzhacke, damit ich da wieder rauskomme aus dem Kanal zur Not. Mein Schwert tue ich auch raus und die Behutsamkeitshacke auch. Das kommt nach und nach. Alles nach und nach. Also, ich habe auch nicht von heute auf morgen direkt Minecraft-Schaltung im Kopf gehabt, ja, sondern man wächst da so ein bisschen rein. Du fängst erstmal an mit einfachen Bauten. Guckst erstmal, was kann, welches Material. Irgendwann nimmst du dir vielleicht mal so eine einfache Schaltung vor, weiß ich nicht, Redstone-Fackel und Lampe. Die Crafting-Rezepte, die kriegst du, hier gibt es so ein Rezeptbuch, da kannst du die Sachen sehen. Also alles, wofür du Material hattest, wofür du Material hast oder mal Material abgebaut hast, das erscheint auch in deinem Rezeptebuch. Das ist inzwischen sehr vereinfacht. Früher musstest du die Rezepte noch komplett aus dem Kopf oder halt aus Minecraftpedia, also Wikipedia Minecraft, halt rausholen, damit du die halt hattest. So. Ist doch schon ein bisschen einfacher geworden inzwischen. Fängt sowieso langsam an. Erstmal fängst du mit dem Band, baust dir erstmal ein Crafting Table, dann baust du dir, dann hast du, also ja, dir, dann du hast ja hier erstmal dein Grundinventar, dann baust du dir erstmal ein Crafting Table aus viermal Holz. Nicht Stamm, sondern Holz, dann fängst du an, hier, das ist der Crafting Table, da fängst du dann an, da hast du dann einmal drei und da fängst du dann an, so kompliziertere Sachen halt zu bauen, ne? Dann halt mehr benötigen. Mehr Slots brauchen. So, dann wollen wir mal. Ich muss jetzt ganz nach unten, richtig? Ich muss jetzt in die auf die unterste Ebene von unserem Itemaufzug. Die Welt hier, wie lange haben wir jetzt an der Welt gebaut? Also, die ist als Singleplayer-Welt angefangen worden, ist dann nachher irgendwann mal auf den Server gewandert und jetzt momentan sind Minecraft Realms, weil wir halt gesagt haben, okay, so viele Leute kommen eh nicht zusammen, ja, zumal, ja, du kannst natürlich auch, wenn du in so eine Welt kommst, jetzt nicht richtig restriktiert ist, womit ich mich auch nicht gut auskenne, muss ich sagen, könntest du natürlich auch jetzt hergehen und könntest jetzt hier das halbe Lager zerlegen, wenn du einfach als Fremder jetzt reinkommst, sage ich mal, und ja, hast da keinen Bezug zu dem, was da gebaut wurde, dann sagst du dir, oh, ich guck mal, ich lass mich mal einladen, mach mal einfach alles kaputt. Und damit das eben nicht passiert, man hat gesagt, okay, wir schließen das Ganze und machen das halt nur so in den bekannten Kreis weiter. Maximal, war groß, war ja auch noch nie was los, muss ich sagen. An der Welt, oh, kann man, vielleicht 4 Jahre oder so. Nach oben ist ja auch noch viel, viel mehr. Das ist ja jetzt nur das Lager. Da oben sind ja noch, guckst, warte mal, ich gehe mal zur Map, damit du das mal so ein bisschen im Auge hast. So. Moment, befinden wir, siehst du, weiß nicht, ob ich hoffe, du siehst das Fadenkreuz in der Mitte. Siehst du dieses weiße Fadenkreuz hier? Ja, ne? So, im Moment befinden wir uns hier drunter. Ja, das heißt, Moment, jetzt muss ich eben selber schauen, wo wir sind. Hier, genau. Das hier ist das ganze Lager. Das ist das komplette Lager, in dem wir uns hier gerade bewegen. Alles. Also von da hinten mit allen Gängen bis quasi da hinten hin. Das ist das Lager und die Welt selbst ist ja noch ein bisschen größer. Ja, also wie du siehst, da ist noch ein richtiges Schloss. Da hinten ist Desis Burg. Hier haben wir eine Stadt zwischengebaut, eine große. Das hier ist ein Gewächshaus. Das ist eine weitere Stadt. Hier ist der Hauptbahnhof. Meine Schaffarm, da oben ist eine Schaffarm, ja, dann noch eine Menge kreuz und quer gebastelt auf jeden Fall. Deswegen, so, hier drunter haben wir noch als Ebene eine kleine Betonmischmaschine,
Beton stellst du halt als Pulver her, musst es dann einmal bewässern und wenn es dann bewässert ist, dann kannst du es halt verbauen. So, und jetzt mache ich Folgendes, jetzt gehe ich hier unten in den Kanal rein, zack, mach den zu. Das heißt, ich mauere mich jetzt hier ein, mehr oder weniger, so, und mache jetzt hier Wasser rein. Also hier das Wasser, das sollte hier rauslaufen und sollte dann genau bis dahin laufen. Bin ich allerdings gerade überlegen. Ich glaube, ich muss erst Spender einbauen, ne? Sonst habe ich hier ein kleines Problem. Funktioniert nicht. Ich muss erst die Spender einbauen. Wo ich hoffe, dass ich hier noch welche in den Trichtern habe. Ja. Da ist ein Spender. So, das Wassereimerchen werfe ich erstmal weg. Das liegt dann erstmal hier auf dem Boden. Und jetzt muss ich erstmal hier einen Spender reinkloppen. Das da auch noch für rausnehmen. Komm. Obsidian ist extrem hart. So der härteste Stein, den du hier eigentlich benutzen kannst. So. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier einen Spender reinkriegen. Da. Der Spender ist jetzt praktisch der Injektor. Das heißt, von diesem Spender, Injektor heißt, also der Spender wird über immer so pro Tick einer elektronischen Schaltung, die wir noch dahinter bauen, das Material hier ins Wasser pusten. Also das Material, was jetzt hier im Trichter ist. Und das steigt dann nach oben auf, bis nach oben und oben landet es dann wieder im Trichter. Wird also ein physischer Itemaufzug und kein elektronischer. So, jetzt muss ich erstmal einmal hier noch ein Wassereimer wegwerfen, das geht nicht anders. So, oder? Hier, komm. Da mal einen hin. Gehen wir nochmal weg. Das heißt, ich baue jetzt zwei hintereinander. So und so. Der versorgt den automatisch mit. Das funktioniert. Also, hier kommt eine Elektronikschaltung, die tickt. Der bläst in diesen und der bläst da rein. Mehr als zwei geht nicht. Dass es funktioniert, weiß ich, ja. Wie ob ich jetzt allerdings hier gerade alles richtig mache. Das werden wir dann sehen. Also das Prinzip, so wie gerade beschrieben, funktioniert auf jeden Fall. Mache ich das Ganze hier zu, dann wird es auch hier sehr dunkel drin. Leider, leider. Das heißt, man würde erstmal nichts mehr sehen. Und ich mache dann erstmal hier was. Oh nein, das war jetzt verkehrt. Siehste, merkste, ist gebaut. So, jetzt ist es ganz duster hier. Baue ich da oben erstmal eine Fackel an die Wand. Die wird sich gleich wieder wegspülen. So. Hier mache ich jetzt erstmal einmal Wasser. Wusch. Und schon bin ich einen höher. Das liegt jetzt daran, dass da unten Seelensand ist. Dieser Seelensand sorgt dafür, dass das Wasser einen sehr starken Auftrieb bekommt, diese Blubberblasen. Ansonsten würdest du jetzt im Wasser einfach ganz langsam nach unten sinken. Dann machen wir hier noch da noch einen hin. Dann geht es wieder rein nach oben. Da wieder einen hin. Oh je. Nicht wegen der Fackel, ne? Fackel höher bauen, so. Boah, das ist natürlich jetzt ein Gewippe, da müssen wir durch. Das geht nicht anders. So, da einen hin. Das Coole ist, man sieht natürlich jetzt auch sofort, ob es funktioniert. Das heißt, ob ich jetzt irgendwo Wasser vergesse. Weil wir uns eben von dem Wasser jetzt direkt mit nach oben spülen lassen. Zack. Fackel nehme ich wieder ab. Dann baue ich da oben wieder eine Fackel hin und dann geht's weiter. Zack. Zack. Was war das jetzt? Bin ich jetzt unter Wasser? Ich habe das geschafft. Ah, siehst du? Das ist der Punkt. Ich habe jetzt. Bis dahin geht halt jetzt der Seelensand und hier oben ist jetzt praktisch ein Wasserblock. Und hier in der Mitte ist Luft. Das heißt, hier in der Mitte fließt das Wasser jetzt nach unten. Das müssen wir jetzt ändern, indem wir hier auch nochmal Wasser hinmachen. Was? Geht nicht. Warum nicht? Ah, jetzt. So. Indem wir da nochmal Wasser hinmachen. Puh. Das ist natürlich jetzt hard to see. Ich hoffe, dass man nicht allzu besoffen wird beim Zugucken jetzt. Aber für mich ist es auch nicht angenehmer, ganz ehrlich gesagt. Gut, dass ich nicht zugucke. So.
Bis ganz nach oben muss ich zum Glück nicht kommen. Also, da noch einen hin. Dann die Fackel wieder höher. Mal eben hier so, Fackel da oben hin. Ich habe da oben, habe ich so einen kleinen Notausgang gelassen, in dem ich jetzt zwischendurch einmal raus kann, um neues Wasser zu holen, weil so viel Wassereimer, die vollen Wassereimer kann ich nicht stapeln. Und weil ich die vollen Wassereimer nicht stapeln kann, musste ich natürlich jetzt so einen kleinen Notausstieg machen, weil ich gleich noch einmal Wasser nachholen muss. Deswegen habe ich da so einen kleinen Notausstieg gebaut, den ich dann ganz zum Schluss jetzt dann mit Obsidian noch auffüllen muss. So. Zack. Habe ich dran gedacht. Fackel weg. Ah, Fackel höher, da oben sieht man ihn schon. Da einer hin. Da einer hin. Da einer hin. Bin ich auch schon fast da? Das heißt, ich gehe jetzt mal hier raus. Boah. Geht noch nicht. Moment. Einer noch. Einer noch. So. Also, den ersten haben wir schon mal geschafft. Die erste Etappe, und jetzt fehlt nicht mehr viel eigentlich. Das heißt, viel fehlt nicht mehr. Wir müssen jetzt hier zumachen. Ich mache jetzt dicht. An der Stelle hier kann ich dann halt noch weiteren Stein einbauen. Könnte das jetzt auch mit Obsidian zumachen. Mache ich auch, komm. Dein. Macht das jetzt auch mit Obsidian zu. So. Das heißt, bis dahin haben wir jetzt Wasser drin. Wir werden also noch ein paar Wassereimerchen benötigen, um da oben anzukommen. Und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt mache ich das hier oben zu, oder? Das hier oben mache ich jetzt erstmal zu. Bis, Moment, nicht, dass ich hier Mist erzähle, bis dahin muss ich, ne? Genau. Das heißt, bis genau hierhin. Mir fehlt ein Obsidian. Nein! Um Gottes Willen. So, den nehme ich mir jetzt hier weg. Kommt normaler Stein drüber. So. Mir fällt jetzt genau einer. Ja, da. So, das heißt, der Obsidian kann also bleiben, das ist okay. Hier sieht man ja eh nicht hier an der Stelle. Also, jetzt muss ich mir oben ein Loch machen, damit ich quasi da rein kann. In den Kanal komme. Und zwar habe ich gesagt, Ofen, ne? Die Öfen muss ich rausnehmen oben, damit ich da dran komme. Jetzt muss ich erstmal wieder nach oben kommen. Vorsorge ist besser als, ja, ne? Als wenn ich danach ein Glitzer, ein Bestandsproblem habe. So. Das heißt, ich muss jetzt hier die mittleren beiden Öfen rausnehmen. Das ist ja kein Problem. Die basteln wir jetzt erstmal hier raus. Zack. Und da drunter, wie man sieht, ist direkt der Schacht. Wenn ich da jetzt gleich reinspringe, dann wird es wehtun. Aber das ist kein Problem. Ich glaube, der Ofen ist auch nicht nach unten gefallen. Sehr schön. Aber ach, die Kohle ist runtergefallen. Dann macht nichts. Das muss ich jetzt erstmal hier irgendwo loswerden, in irgendeiner Truhe. Brauche nämlich den Platz fürs Wasser. So. Ich habe da noch eine bessere Idee. Warte mal. Ich nehme mal so einen Nachtsichttrank. Prost, Nachtsicht. Warte, ich mach mit. Auch Prost, Prost. Nachtsicht. Es war auch Nachtsichttrank genommen.
So, ja, aber ich bin ja gerade. Jetzt haben wir den Vorteil, wir brauchen keine Fackel mehr in dem Kanal. Wir sehen also tatsächlich jetzt für, Moment, ich glaube 8 Minuten ging er. Ja, 8 Minuten meine ich, wäre es gewesen. 8 Minuten sehen wir jetzt halt im Dunkeln. Die muss man natürlich auch erstmal herstellen, die Dinge haben möchte. So. Eimerchen. So, muss auch auf den richtigen Eimer, den leeren. Eimer, Wasser, 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 Wasser. Und wie viel Wasser geht noch? 6 Stück gehen theoretisch noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moment. Wenn ich mehr Wasser habe, das ist nicht schlimm. Das werde ich dann einfach im oberen Lager, in dem manuellen Lager, was ich dann noch habe, hinten in so eine Truhe packen. Das kann ich sowieso immer mal wieder gebrauchen. So, dann füllen wir mal den Rest auf. Das heißt, wir springen jetzt erstmal hier rein. Ich weiß nicht, ob das an den... Dürfte eigentlich nicht wehtun, ist ja Wasser, ne? So, springen jetzt hier rein. Juhu, uff. Persönlich bin aber eher der Freund von Süßwasser. Heißt? Ja, weil du gerade sagtest, wenn du mehr Wasser hast. Ja, toll. Super. Ich meinte eigentlich mit EH, nicht mit Doppel-E. Aber das Problem ist, das H sieht man nicht. Also man hört es nicht raus. So. So, dann tun wir das wieder auf die unterste Reihe und zack, oh je, jetzt hab ich wieder einen ausgelassen. Ich bin auch so ausgelassen, so. Schon wieder einen ausgelassen. Wieder einen ausgelassen. Nein, nicht, diesmal nicht. Hey. Aber da hier die einmal raus, die einmal runter. Ja, was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich einen leeren Eimer, egal. So. Zack, wie viel haben wir denn noch? Gleich mal gucken. Oh, schon fast angekommen. Sehr cool. Boah, das ist ein Gewippe hier. So, das heißt, wir brauchen noch zweimal genau brauche ich jetzt noch Wasser. Mehr darf ich nicht machen. Das heißt, einmal noch, um auf die entsprechende Höhe zu kommen. Nee, doch nicht. So, jetzt habe ich schon das Flusswasser hier sozusagen, also das fließende Wasser, und stelle gerade fest, dass mir doch noch ein Obsidian fehlt. Reichen damit jetzt? Das ist nicht gut. So, als erstes muss ich hier noch einen hinsetzen. So. Der War 999. Ja. Hallo War, wie geht's? Wie geht's, wie steht's? Erstmal willkommen hier und ja, viel Spaß beim Zuschauen. So, das heißt, ich muss gleich von oben noch hier einen Obsidianblock hinsetzen. Ne, hier, da, auf die Höhe muss ich noch einen Obsidianblock setzen, damit das Wasser über diesen Block in diesen Trichter fließt oder auf diesen Trichter vielmehr. Und hier setze ich jetzt einen Wasserblock noch hin, wo ich jetzt mit dem Kreuz hinsetze, damit ich oben rauskomme. Wasser fließt jetzt erstmal hier schön bis unter den Ofen. Der Ofen, der hier wieder drüber kommt, in meine Ofenwand, ist auch derjenige, der dann dafür sorgt, dass das Material hat. Nur da drunter. Ah, okay. Thank you for following. Yes. I'm not so good in English. Ja. Muss man ja mal sagen. So, das heißt, die Wassereimer kloppe ich schon mal raus. Und dann hole ich mir noch ein Obsidian. Das geht ja nicht anders. Dann muss ich mir noch ein Obsidian holen. Wenn ich das auch wirklich sicher haben möchte, ne?
Dafür gehen wir dann einmal bis ganz nach hinten und holen uns noch so ein Blöckchen. So, also, okay. Ja, so, das heißt, wir brauchen noch einen Obsidian-Block. Er nicht. Dann muss ich die beiden Öfen wieder drüber setzen und dann müsste es eigentlich schon funktionieren, richtig? Wir werden es erleben. Bin aber überlegen, ob ich die Öfen noch rauslasse, dass man sehen kann, wie das Material da oben rausfliegt. Ist das eine Idee? Sollen wir das mal so machen? Wir machen das mal. Ich lasse mal die Öfen noch raus. Dann sieht man, wie das Material hier oben rausfliegt. So, jetzt hoffe ich, dass ich richtig ziele. Dass ich da auch den richtigen Punkt erwische. Das muss ich mal eben schauen. Komme ich eigentlich unter Wasser? Kann ich da rein? Nee, kann ich nicht. Komme da nicht rein. Das heißt, ich kann jetzt nicht gucken, ob ich richtig gezielt habe. Das funktioniert doch sowieso noch nicht. Wir haben die Redstone-Schaltung noch gar nicht fertig unten, richtig? Du musst den bauen. Trichteranschluss auch noch nicht. Also, ich befürchte gerade, dass ich die Trichter auch schon wieder weggeschmissen habe. Also werde ich mir wohl noch einmal Trichter aus meinem Lagerslot holen müssen. Wo sie inzwischen auch schon wieder angekommen sind, wie ich sehe. So. Ja. Das kann ich dir nicht sagen, da bin ich überfragt. Nimm das einfach mal so hin. Der Sinn dahinter, nein, der tiefere Sinn dahinter erschließt sich mir nicht. Es könnte sein, dass es vielleicht auch ein Streamer ist, der dann sagt, okay, vielleicht folgt er mir dann auch, um die Zahl oben größer werden zu lassen bei den Followern. Weiß ich nicht, aber eigentlich hat es du hast natürlich recht, es hat eigentlich keinen Sinn. Wirklich Sinn hat es nicht, weil so wirklich hast du eigentlich nur was von den aktiven Zuschauern. Das andere ist im Prinzip nur eine Zahl, die da oben steht. Von einem Abonnent, da hättest du was, ja. So, dann gucken wir mal eben hier rein. Das heißt, der Block sitzt, der Block da oben sitzt auch, da scheint auch kein Wasser drüber zu sein. Also ist das schon mal so weit perfekt. Jetzt könnte ich natürlich hier nachher noch einen Schirm drunter ziehen. Werde ich auch tun. Das heißt, ich werde von da bis hier vorne werde ich noch so einen Obsidianschirm reinziehen. Dass man hier nicht versehentlich die Truhe kaputt macht oder sonst was. So, aber jetzt gehen wir erstmal runter. Redstone und so weiter habe ich unten. Da. Und baue erstmal den Injektor, dass die Materialien, also die sammeln sich in den Trichter. Die fallen nicht aus dem Trichter raus, das passiert nicht. Auch wenn der hier offen ist, die bleiben einfach da drin. Dementsprechend muss man hier jetzt erstmal eine Schaltung bauen, die dafür sorgt, dass das Material quasi ins Wasser kommt. Das machen wir jetzt. Wir haben jetzt hier einen Moment, ich brauche erstmal das. Ich brauche erstmal Redstone, dann brauche ich hier meine Komparator, dann brauche ich Verstärker. Gut, das ist noch alles in diesem Trichter drin, weil ich das vorhin, ich habe ja vorhin den alten Itemaufzug abgebaut, den elektronischen. Ja, ist so, alles gut. Das heißt, den Itemaufzug hier. Oh, gebratenes Hühnchenfleisch, super. Den werden wir jetzt erstmal hier vervollständigen. Genau, das heißt, an der Stelle kommt ein. Nee, stimmt, das ist verkehrt. So. So, das heißt, wir lesen jetzt diesen, lesen wir jetzt aus. Das heißt, sobald Material reinkommt, macht dieser, gibt dieser ein Signal raus. Also der Spender, den wir hier haben. Der gibt ein Signal aus. Dieses Signal wird weitergeleitet um die Ecke. Der Spender, der kann nur, also das Material, was hier ausgelesen wird, kann nur maximal einen lang sein. Das heißt, wenn ich jetzt hier was reintue, da mal was rein, ein Wassereimer zum Beispiel, so, ja, da siehst du, das Ding geht an, geht aber genau ein, nur ein weit.
Der Wassereimer scheint schwer genug zu sein. Moment. Wir brauchen ein leichtes Item. So. Jetzt sieht man, es geht nur, also je schwerer das Item ist, was drin ist, umso weiter geht das Signal. Jetzt siehst du, bis dahin geht das Redstone-Signal, hier ist es nicht mehr. So versteht es nicht mehr zur Verfügung. Deswegen brauchen wir da jetzt einen Verstärker und schon ist das Material, das Redstone-Signal voll da. Und hier brauche ich noch einen Verstärker, um diesen anzusteuern. Das heißt, hier kommt Material rein, der wird aktiv, das Signal läuft hier rum bis nach hier. Dadurch, dass ich hier dann halt einen Anschluss gleich mache, aber erst wenn das Material raus ist. Und dadurch kriegt er dann einen so einen Klick, also einen Tick und transportiert dieses Material, was reingekommen ist, wieder raus. Und dieser Tick, der geht halt auch einen weiter, das heißt, der geht auch bis zu dem, der dahinter steht. Also in der Wand steckt ja auch nochmal so ein Spender. Immer mit dem Ausgang in die Richtung, dass es halt ins Wasser zeigt. Machen wir das dazu. Und dieser eine Strappen hier in der Mitte, der sorgt nochmal dafür, dass quasi dieser Tick, bevor er hier ankommt, nochmal nach hier geht und lässt diesen doppelt ticken. Das heißt, es beschleunigt quasi den Materialtransport hier. Nochmal. So, und jetzt brauche ich natürlich hier einen Anschluss an den Trichter. Zack. Und dann bräuchte ich theoretisch hier noch einen zwischen. Das machen wir einfach mal so. Ab jetzt laufen die Materialien rein und man sieht, zack, 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 die Materialien werden jetzt transportiert. Also alles, was bis jetzt hier unten in den Trichtern sich angesammelt hat, wird jetzt nach oben transportiert. Jetzt sehen wir zu, dass wir nach oben kommen. Haha. Und gucken, wie das oben rausfliegt. Also hoffen, dass das oben rausfliegt. So. Wow, ha. Warte mal. Auch ein bisschen am Lagen. Okay. Aber nicht so extrem, wie es sein könnte. Es scheint wohl doch ein bisschen dran zu liegen, dass so viel Material da oben ankommt. So. Hier sehen wir jetzt das Material rausspringen. Seht ihr? Es wird nach oben transportiert. Und dass der Lagerzulauf aktiv ist, das sehe ich jetzt an dieser Lampe hier. Das heißt, damit wird der letzte Trichter vor dem Lagerzufluss wird da quasi ausgelesen. Das heißt, daran sehe ich jetzt, dass die Sachen auch im Lager landen. Das heißt, wir können da noch mal runtergehen. Voilà, so, komm. Wir gehen noch mal hier rein, gehen noch mal hier runter, gehen noch mal um die Kurve und gehen noch mal hier rein. Einmal nach oben. So, das Beginn von dem eigentlichen Lagerband. Das heißt, ab diesem Trichter geht es in die Sortierung. Und da sieht man schon, sammelt sich jetzt nämlich das Material. Und von da aus wandert es jetzt alles ins Lager rein. Man sieht also tatsächlich, dass unten der Tick viel schneller ist, wie hier oben einsortiert wird. Dadurch, dass sich hier oben halt so viel Material ansammelt. Also ist ungefähr doppelt so schnell dadurch. So, damit das Material jetzt nicht da oben weiterhin wie so eine kleine schöne Fontäne weiterfliegt, würde ich sagen, gehen wir mal eben nach oben und bauen die Öfen wieder ein. Das Coole ist, wir sehen, es funktioniert. Das ist das Geile an der Sache. Das heißt, da sind ja auch Materialien bei, die ich hier reingepackt habe. Apropos Materialien, die ich hier reingepackt habe. Ich tue jetzt mal hier einfach Material rein. Dann haben wir nämlich noch mehr, was von unten hochtransportiert wird. So, hinter uns sollte jetzt wieder ein Materialspringbrunnen sein. So. Und dann da, wo jetzt der Materialspringbrunnen ist, baue ich jetzt wieder einen Ofen vor. Und schon, das eine ist noch rausgeflogen, okay. Springt hier, oh. Ich stelle gerade fest, wenn ich dicht genug davor stehe, dann fliegen mir die Sachen tatsächlich in die Tasche.
Dizzy, das ist nicht gut. Tja. Ich will mal überlegen, ob ich das vielleicht noch irgendwie anders machen könnte. Und ich habe tatsächlich eine Idee. Und zwar werde ich hier oben ein wenig erstmal das hier wegmachen. Hoffen, dass der Ofen auch zu mir fliegt. Tut er ja, sehr schön. Und diesen Ofen mache ich auch noch weg. So. Dann bauen wir das nämlich zu. Das heißt, ich baue hier unten zu. Und baue hier noch eine Treppe hin. Und zwar aus Ziegelstein. Dann haben wir hier quasi so einen Abschluss. Das fliegt jetzt quasi nur, also zu mir, also weil ich das Material, wenn ich zu nah dran bin, dann sauge ich quasi als Spieler das Material in meine Richtung. So, das passiert halt. Und damit das halt nicht weiter passiert, werde ich jetzt, ist gut. Werde ich das jetzt zumachen. Und zwar hier mit, was habe ich da eingebaut? Andesit habe ich da eingebaut. Das heißt, da kommt jetzt Andesit nach hinten und davor kommt Stufe. Genau. Ich benötige Andesit. Da ist es. So, davon benötige ich genau 3. Ich nehme mein ganzes Deck mit, weil ich kenne mein Glück. Ich werfe das nachher weg und dann muss ich wieder wegen allem nach unten laufen. Und das möchte ich natürlich nicht. Ja, anscheinend. Also, das lagt jetzt gerade so extrem, weil, muss bedenken, wir haben ja ein riesengroßes Lager. In diesem Lager sind irgendwo zwischen 5.000 und 8.000 Trichter verbaut. Jeder Trichter, der in dem Lager ist, der wird quasi pro Sekunde mehrfach abgefragt. Und bedingt dadurch ist der Prozessor von dem Server, sage ich jetzt mal, der dahinter steht bei Realms, der ist dann eh schon belastet. Und wenn dazu natürlich noch an einem ganz bestimmten Punkt, nämlich genau in dem Chunk, ja, der dann vorne aktiv ist, oder in der Chunksäule, die vorne aktiv ist, so viel los ist, dann fängt das natürlich bei dir so ein bisschen an zu lang, also bei mir jetzt, ja, wenn ich da in die Nähe komme. Das wird der Grund sein. Also wäre das Lager, das Großlager hier nicht so riesig und wären da nicht so extrem viele Sachen verbaut, Redstone-Sachen verbaut, dann gäbe es das Problem wahrscheinlich nicht. Sage ich jetzt mal so. So, dann gehen wir erstmal wieder hoch. Ja, also es wird ein bisschen ruckeliger, die Frames gehen runter und ich merke es halt beim Bewegen. Ne? Also ich merke, wenn ich jetzt zum Beispiel die Maus nach links drehe, merke ich, dass ich die Maus noch ein ganzes Stück weiter nach links bewegen muss, damit er sich auch wirklich komplett rumdreht. Dadurch merke ich halt, dass es halt lackt, ne? So in der Form. So, jetzt zum Beispiel lackt hier nichts mehr, weil da bewegt sich kein Material mehr. So. Das heißt, das mache ich jetzt noch weg hier, das Öfchen. So. Dann sehen wir wieder unseren, ach guck mal, jetzt kann man das auch genau sehen. Na, hier kommen die Items hoch, hier springen sie drunter. Hier ist jetzt kein Wasserblock, das heißt, das Wasser läuft hier quasi runter Richtung Trichter. Und der Trichter macht das gleiche, was ein Spieler macht. Der saugt das Material an, was oben drüber ist. Das heißt, hier oben drüber, sobald da jetzt ein Material drüber ist, wird das von dem Trichter angesaugt. Landet dann da drin. Also es schwimmt nicht auf dem Wasser weiter oben drüber, sondern wird vom Trichter quasi weggeschluckt. So, jetzt brauchen wir erstmal 1, 2, 3. So, das ist schon mal zu. Jetzt habe ich das Problem, dass hier halt nur diese eine Kante ist und sobald ich hier stehe, durch diese Kante das Material in meine Richtung fliegt. Das vermeiden wir jetzt, indem wir hier formschön eine kleine Treppe vorbauen, so in der Form. Das heißt, dadurch, dass jetzt hier ein Block vor ist, fliegt kein Material mehr in unsere Tasche. Und damit ich noch Öfen benutzen kann, mache ich hier an der Stelle
Das da raus. So, einmal, zweimal. Baue da jetzt die richtigen Öfen, wenn das heißt, der Räucherofen war, glaube ich, rechts, wenn mich nicht alles täuscht. So, und auf der linken Seite hatte ich den Schmelzofen. So, dann kann ich jetzt wieder Kohle reinpacken als Grundmaterial. So, Brennmaterial wieder drin. Da ist auch kein Brennmaterial mehr drin. Da ist so, okay. Das heißt, das da ist jetzt quasi mein manueller Ofen und hier habe ich meine automatischen Öfen. Die laufen natürlich weiterhin, so wie sie müssen. Die Öfen laufen alle durch diese Truhe. Das heißt, die, wenn ich hier den Schalter umlege, dann wird die Truhe, der Truhenablauf blockiert und ich kann sehen, was alles oben aus den Öfen halt kommt. Das würde dann hier drin gelagert. Das ist eine reine Lagerzulauftruhe, das heißt, da Material reinpacke, das läuft alles direkt ins Lager. Hier auch natürlich, solange der Schalter an ist. Ja, Abwurf für die Schulkerkisten. Das heißt, wenn ich so eine transportable Kiste da drauf stelle, dann wird die da entleert. Wir versuchen das jetzt nochmal mit dem Material. Das heißt, ich habe ja jetzt ein bisschen Material hier drin. Das Material werde ich jetzt nochmal durchlaufen lassen nach oben. Heißt, ich werde mir jetzt gleich eine Truhe suchen unten als Referenz, weil ich will wissen, ob alles ankommt. Das ist wichtig. So. Jetzt kloppe ich erstmal das Material hier weg. Das kommt jetzt erstmal alles hier rein. Das läuft direkt rein, das heißt, das landet nicht im Itemaufzug, was ich hier reinpacke, sondern läuft direkt durch den Wareneingang. Was man jetzt auch gleich sieht hier. Da, zack, das Ding geht da direkt an. Wird also nicht erst bis unten hin befördert und dann nach oben. Bis das erledigt ist, suche ich mir schon mal einen passenden Slot hier unten raus. Am besten einen, der ein bisschen weiter vorne ist. Damit ich nicht so lange warten muss, weil die Trichter brauchen ja auch immer so ein bisschen. Bin am Überlegen, Treppe vielleicht. Ne, Treppe habe ich so viel. Das ist auch voll. Auch irgendwas, was nicht ganz voll ist. Voll, Mann. Was ich nachgecraftet habe, ist jetzt gerade kein Segen. Ich habe das ein oder andere Material nachgecraftet, weil die Truhen halb leer waren. Die untersten. Ja. So. Das heißt, wenn ich jetzt hier was... Moment, das mache ich mal so. Wenn ich jetzt diesen Stack nehme... Also diesen und diesen, sage ich mal. Dann müssen wir nachher wieder die Reihe voll haben und hier unten 58. Korrekt? So. Das müssen wir uns merken. Voll 58. Daran kann ich jetzt gleich sehen, ob auch wirklich alles ankommt oder ob irgendwo was verloren geht beim Transport nach oben. Bis die Truhe oben leer ist und das schon mal so weit durchgelaufen ist, was ich oben reingepackt habe, hole ich mir eben noch 1, 2, 3, 4, 5 Obsidien, die brauche ich noch. Und da oben diese Abschirmung noch zu bauen, damit man nicht versehentlich oben einen Trichterweg öffnen kann. Das heißt, 5 Stück brauche ich. 1, 2, 3, 4, 5. Mal wieder was essen. Ich habe schon irgendwie wieder ein bisschen Energie verloren hier. Also es ist nicht so, dass ich sterbe, wenn ich nichts esse im normalen Modus, aber zumindest kann ich dann wieder sprinten und mein Leben wird halt wieder voll. Wenn ich also satt bin, ab dem Zeitpunkt, wo ich satt bin und quasi noch Energie vom Essen über ist, wird mein Leben voller. So. Danach können wir ja noch mal an die Oberfläche gehen. Aber erstmal machen wir jetzt hier noch den ultimativen Test. Und dann können wir nochmal nach oben gehen. So, hier mache ich erstmal zu. Wie gesagt, einmal 1, 2. Warum ist noch eine Fackel? Die mache ich mal raus. 1, 2. Da haben wir die 5 zusammen.
Na, so muss das. Jetzt haben wir hier eine massive Decke drin, da kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Und jetzt gucken wir mal, ob auch wirklich alles ankommt oder ob da irgendwo was verloren geht. Ach so? Okay, bis gleich. Maximale Erfolge. Brennen Sie nieder. Okay, das darf ich nicht machen. Dann habe ich hier nämlich ein stehendes Gewässer. Das ist auch kacke. Ein stehendes Gewässer. Ja, ich brauche ja ein fließendes. Ja? So, jetzt muss ich mal eben gucken. Das passt auf jeden Fall. Also. Die Rückseite will ich auch noch mal eben kontrollieren. Das heißt, hier sehen wir zum Beispiel schon, guck mal, das habe ich passend zugebaut. Da weiß man schon, okay, kein Loch machen, weil da ist was hinter. Perfekt. Das ist der Gang zum Bergwerk. So. Und jetzt tue ich unten was in die Truhe, was dann praktisch einmal nach unten befördert wird und wieder hoch. Geht leider nur bei dieser Truhe hier und bei keiner anderen oben. Die oberen landen ja direkt im Lager. So. Hier die Sachen, die landen gleich im Itemaufzug. So, das heißt, ich sehe jetzt zum Beispiel schon mal, guck mal hier, das Ding, das macht Power. Wenn ich mich hier hinstelle, kriege ich schon mal nichts mehr ins Inventar. Das ist sehr gut. Das daran sehe ich schon mal, dass der Schirm, die Abschirmung hier oben funktioniert. Wahnsinn. Wahnsinn, cool. Saugeil. Okay. Das heißt, wenn das Licht da gleich aufhört zu blinken, dann sollten alle Stacks soweit hier drin sein im Lager. Mir habe ich das Gefühl, dass dieser Aufzug nicht so. Also normalerweise, wenn der Itemaufzug von irgendwie in Betrieb ist von unten, ja, dann bleibt dieses Licht in der Regel an vom Lagerzulauf. Das ist jetzt aber tatsächlich am Flackern. Also man sieht richtig, dass die Items nicht so hundertprozentig halt durchbefördert werden, sondern dass es halt immer so ein bisschen dauert. So. Das heißt, es ist jetzt alles durch, so wie es aussieht. Es müsste jetzt alles durch sein, komplett. Was wiederum bedeutet, wir gehen jetzt runter ins Lager und warten mal auf die Dinge, die da ankommen. Das heißt, es muss ja eigentlich nur einmal so halb rum und sollte dann eigentlich auch in diesen Slot einsortiert werden. So, und zwar war das Fichtenholz Stufe, meine ich. Genau. Und man sieht, es kommt an. Sehr schön. Müssen 58 sein. Auf dem Kopf. Wenn es weniger sind, dann geht irgendwo Material beim Transport verloren. Dann müssen wir da noch mal bei. Willkommen zurück, Trommelwirbel 58. Perfekt. Das heißt, der Aufzug funktioniert. Kann so bleiben. Ich schaue mal eben noch mal ganz kurz unten nach der Beleuchtung. Das Problem ist halt, wenn nicht genug Beleuchtung da ist und der Gang zu hoch ist, dann könnte theoretisch könnten Mobs spawnen und die beispielsweise Creeper, die könnten so einiges kaputt machen hier unten. Zwei hoch kann eigentlich nichts spawnen, aber ich werde hier vorsichtshalber trotzdem Licht reinbauen noch. Da Licht. Und damit haben wir das hier unten auch gesichert. So, guck mal, denn da, die Laternen, die setze ich auch höher. Da setze ich noch eine hin, da. Eigentlich brauche ich so viel nicht, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Somit haben wir das Ganze. Hervorragend. Das heißt, immer wenn jetzt irgendwo Material, Dankeschön, Dankeschön, von einem unserer automatischen Produktionen durch dieses
Trichtersystem durchläuft, dann landet es automatisch hier drin. Das heißt, es wird dann von hier hoch transportiert. Ja, cool. Testen wir mal an. Ich tue mal eben hier mein Lebensmittel rein. Und schon läuft's. Gute Sache. Alles durch den Spender durch. Ein Fleisch haben. Ich will noch ein Fleisch haben. Oh. Oh, 4 Stück habe ich dann drin. 4 Stück habe ich dann noch bei. 5. Oh. Alles durch und die Schaltung steht wieder still. Sehr cool. Okay. Also Lagersystem funktioniert wieder mit einer anderen Art von Aufzug. Es laggt auch nicht mehr so extrem, muss ich dazu sagen, wie es halt der Fall war, als diese ganzen, also diese Schaltung, die wir jetzt unten gebaut haben, die war quasi alle 2 Etagen, kannst du sagen. Also alle 2 Blöcke war einmal diese Schaltung plus 2 Werfer nach 2 Spendern übereinander. Das heißt, wir hatten hier übereinander ganz, ganz viele von diesen Schaltungen bis oben hin und das war doch wiederum sehr aufwendig. Das heißt, da war der Server richtig am Arbeiten. Ich stelle mich mal ganz kurz hier unten hin. Ich muss selbst eben mal ganz kurz eine Pause machen. Das heißt, ich bin in, lasst maximal 5 Minuten dauern, bin ich wieder bei euch. Bis gleich.